Moin, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, No Orange heißt euch herzlich willkommen zum Star Wars Mittwoch. Und diesmal haben wir die Star Wars Trading Card Serie Das Erwachen der Macht. Ja, von Topps hergestellt, über Disney natürlich auch. Und wir haben vor, sie natürlich erst einmal zu unboxen, wie wir das sonst auch immer gemacht haben. Es gibt ja verschiedene Cover bei dieser Serie, also auf den Boostern, das sind eben die Tüten, Booster nennt man die eben bei Trade Cards. Gibt es verschiedene, wie gesagt, Cover. Ich sortiere die Karten, keine Sorge, nicht irgendwie aus und durch und irgendwas. Ich packe sie mir hier nur eben kurz zur Seite in Hochkant und senkrechter Formation, also vertikal und horizontal. Ja, wir können auch gleich nochmal kurzes Gespräch darüber verlieren, bevor wir uns die Karten angucken, wie die Covers denn aussehen. Also ich habe hier zum Beispiel verschiedene Starter-Covers, zum Beispiel das hier, da ist eben Luke Skywalker drauf, Darth Vader, Han Solo und die aus der neuen, ja, aus der Erwachen der Macht-Serie und hier zum Beispiel ist eine mit Yoda, Boba Fett, Prinzessin Leia, also auch hier wieder die alten und dann wieder drei neue. Des Weiteren ist hier noch zu sagen, dass hier hinten eben drauf steht, über 200 Sammelkarten gibt es, 5 Karten pro Päckchen. Es gibt eben besondere Karten, in jeder zweiten ist eine Glanzkarte, in jeder fünften eine Rainbow-Karte und in jeder 50. eine limitierte Karte mit dabei. Und die limitierten Karten kann man natürlich auch, Entschuldigung, das mussten die Zähne eben sein, die limitierten Karten kann man natürlich auch ganz normal über bestimmte Boxen erstellen, gewinnen oder besorgen sozusagen. Wenn man jetzt das Starter-Pack hat, hat man limitierte Karten dabei. Und auch bei den anderen Sachen. Ich drehe sie nur deshalb rückwärts an. Wir gucken sie uns gleich in Ruhe an, wie gesagt. Keine Sorge, wir müssen aber natürlich erst einmal die Teile unboxen. Und damit die Qualität auch gut ist, zoome ich immer gerne ran, um euch das besser zu zeigen. In den Trade Cards selber ist kein Gewinncode mit drin. Das machen ja manchmal auch die Firmen, dass sie sagen, sie hauen da Codes rein. Ich glaube, Magitex hat das in der aktuellen Serie ja auch am Laufen, der Fußball-Bundesliga-Saison. Und hier, wie gesagt, ist ja auch von Topps übrigens. Aber hier ist kein Code mit drin. Sonst stelle ich euch den ja immer zur Verfügung. Hier könnt ihr reingucken, ist also kein Code oder sowas mit dabei. Chaka, chaka. So, nun sind wir auch schon mit den Öffnen fertig und gucken uns gleich ganz in Ruhe die Karten an. Da können wir dann eventuell nochmal umzoomen. Es gibt eben horizontale und vertikale. Wir gucken uns jetzt erstmal die vertikalen Karten an, dafür zoome ich dementsprechend ran, das ist der Vorteil eben und bei den Trade Cards ist es eben so, dass sie beidseitig bedruckt sind. Das ist jetzt nicht die Vorderseite, sondern die Rückseite, da ist eben die Person drauf, Lando Calrissian zum Beispiel gesehen, 170 ist die Nummer und da steht eben dementsprechend etwas über diese Person. Ich lese es einmal vor, danach dann nicht mehr, weil sonst dauert es zu lange. Als Baron Administrator der Cloud City ist es Lando Calrissians Hauptziel, sich und seinen Leuten das Imperium möglichst vom Hals zu halten. Aber als Darth Vader mit seinen Truppen eintrifft, ist Lando gezwungen, ihm Han Solo und die Rebellen auszuliefern. Als er seinen Fehler erkennt, hilft er seinen Freunden bei der Flucht. Man erkennt immer anhand der Farbgebung, aus welcher Episode das ist. Es ist ja Episode 4, 5, 6. Die Karte sieht übrigens natürlich auch in der Front mega geil aus. Man kann das hier auch gut sehen, da ist sogar das Wappen eingraviert. Dementsprechend die Person. Hier hat man zum Beispiel Chewbacca. Wow, wow, sieht natürlich auch mega geil aus, die Karte. Und hier ist Rey, das ist ja aus der neuen Verfilmung. Dementsprechend, hier sieht man eine andere Farbe zum Beispiel in der Umrundung. Ja, die sieht ja noch geiler aus. Geprägt. Also es ist ja, was ist geprägt, es ist hier richtig porös gemacht. Innen drin sieht es aus wie raufgeklebt, einen leichten 3D-Effekt hat diese Karte dadurch auch. Also die sieht mal richtig fett aus, Ray. Hier haben wir General Veers, kennt man auch aus der alten Serie, wenn mich nicht alles täuscht, die Uniformen bei den Imperium und auch so finde ich natürlich auch mega geil. Also die Karten schon mal super. Nun gucken wir uns natürlich auch noch die horizontalen Karten dementsprechend an. Die lege ich etwas höher. Man sieht denn zwar jetzt noch nichts, aber wichtig ist, man kann es hier nochmal kurz zeigen. Die Rückkehr der Jedi-Ritter steht also oben immer drauf, aus welcher Serie das ist. Und der Text, der auf der Rückseite ist, spiegelt sich dann immer mit dem Bild über. Ich zeige euch das, indem ich hier das euch mal wirklich ordentlich reinlege. Da kann man das viel, viel cooler sehen, wenn ich es ein bisschen ranzoome. Ist es für euch natürlich auch angenehmer zu gucken. Hier hat man die Max Rebo Band. Kennt man natürlich von Jabba the Hutt aus dem Palast. Finde ich absolut geil, die Gruppe.
absolut chartverdächtig. Hier haben wir, es ist also doch einsatzbereit. Er ist also doch einsatzbereit. Das ist der Todesstern, auf den sie da zurasen. Aus einer neuen Hoffnung. Eine neue Hoffnung ist übrigens der allererste Film. Das ist das Ende. Verleihung der Heldenmedaille. Für mich auch ein absolut der geilste Eröffnungsfilm einer Serie ever, ever. Die Droids werden von Jawas gefangen, auch da. Hier wieder aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Han leiht Lando den Falcon. Es ist natürlich wichtig zu wissen, dass man mit diesen Karten eben nicht spielen kann, wie sonst von Tops, weil es eben reine Trade-Cards sind. Ankunft auf Yavin 4 sieht auch richtig geil aus. Die Rebellen da unten dementsprechend drin. Alleine vor dieser großen, ich denke mal, es ist ja von den Mayas so ein Tempel gemacht oder ist der einfach nur effektmäßig reingemacht, weiß ich nicht, sieht jedenfalls geil aus. Also es ist deshalb nicht zum Spielen, weil beide Seiten ja bedruckt sind. Man hat auf der einen Seite wie hier die Zerstörung des Todessterns. Ich finde das da bescheuert. Todesstern hieß es immer, sollte es auch immer heißen. Genauso wie Lightsaber, was für ein Blödsinn. Es hieß immer Lichtschwert und sollte auch Lichtschwert heißen. Hat man ja eben die Filmkarten, auf der Rückseite hat man ja den Text. Darum kann man auch die Karten beim Einsortieren nicht Rücken an Rücken packen, weil sonst hat man den Text nicht. Hier, wir werden die Anlage testen an Captain Solo. Das ist eben, wo Captain Solo sozusagen in diesen, wo wird er in diesem komischen Zeug eingefroren sozusagen. So ist er trotzdem nicht tot, er lebt weiter und ist eben dementsprechend nur eingefroren. Auch die X-Wings und auch die TIE Fighters hier im Duell, im Nahkampf, sind natürlich richtig geil. Aus einer neuen Hoffnung haben wir hier auch Flucht vor dem Imperium, also aus dem ersten Teil. Da sind sie ja auf dem Planeten und hauen kurz danach mit Han Solo und Chewbacca aus Millennium Falcon ab. Ja, was mir auffällt, ist eben, es gibt relativ wenig Karten aus der neuen Serie oder ich habe einfach nur Pech. Chewie übernimmt die Kontrolle eines, ja, das ist ja kein AT-AT, sondern ein STAT oder so, glaube ich. Die AT-ATs sind ja diese riesigen, auch vierfüßigen, auch bei HOT eingesetzten Mega, Super, Panzer, was auch immer, geile Teile jedenfalls. Obi-Wan enthüllt ein neues Geheimnis, da erzählt er, glaube ich, von der Schwester oder vom Vater. Han kommt zurück, um Leia zu holen. Das ist nach dem zweiten Film, also Episode 5, wo sie, das ist auch relativ am Anfang noch in der ersten Filmstunde, wo sie abhauen vom Eisplaneten. Hier wieder aus Rückkehr der Jedi-Ritter, Leia tötet Jabba. Ja, da erwürgt sie ihn ja mit der Kette. Sie ist ja dort sozusagen als Sklavin angekettet. Auch das Bild ist richtig mega geil. Allein auf dem Bild sieht man die Tiefe dieses Tunnels, wo der Falcon, also dieses, ja, was soll man sagen, Fahrstuhls, sieht man auf diesem Bild richtig gut. Auf dem, ich weiß jetzt nicht, wie es rüberkommt, aber das sieht richtig tiefenwirkenmäßig aus. Also absolut geil gemacht. Und wenn man überlegt, der Film ist aus den 70ern, das ist der absolute Hammer. Ein weiterer, ja, eine neue Hoffnung, das ist Darth Vader lässt das Schiff durchsuchen. Das ist am Anfang des ersten Films. Die Szene, die mich von Anfang an schon gepackt hatte, war dieses Duell zwischen Stormtroopen und Rebellen und dann dieses Verhör von Darth Vader. Absolut genial. Hier aus der neuen Verfilmung. Das Shuttle von Kylo Ren. Das sieht natürlich auch geil aus. Also ich habe den neuen Film noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich will wirklich warten, bis alle drei draußen sind und mir die dann auf einen Schlag holen oder in einer Filmnacht total durchgeknallt angucken. Luke zerschießt den Türöffner. Auch das aus dem ersten gedrehten Film. Man sieht auch, die Qualität ist da eher so SD. Ist eben nicht Full HD mäßig gemacht bei den Karten. Im Vergleich zu eben ist sie eben nicht so gut. Flucht von dem Imperium, die Karte hatten wir schon. Ich habe natürlich auch doppelt und bin immer bereit zu tauschen. Hier aus Rückkehr der Jedi-Ritter, die Zerstörung des Todessterns hatten wir auch eben schon. Also wer mit mir tauschen möchte, kann sich gerne melden. Ich bin, wie ihr wisst, ja immer dazu bereit. Und ich habe eine Liste, wo alle meine Doppelten drauf sind. Luke und R2-D2 treffen ein. Das war erstmal die letzte Karte. Insgesamt hat sich das wieder, glaube ich, gelohnt. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Doppelte ich habe. Die sortiere ich eben aus. Und gleich kommen wir zum Einsortieren der Karten in die Sammelmappe. So, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, nun kann es weitergehen mit dem Einsortieren der Karten in die Sammelmappe. Ich habe ja schon ein paar Karten drin. Noch nicht so viele, aber auch nicht so wenige. Und ich habe euch ja versprochen, wenn das Album voll sein sollte, also wenn die gesamte Serie voll ist, dann werde ich mit euch definitiv die Geschichte mal durchgehen. Also entweder könnt ihr euch das als Hörbuch dann reinziehen oder euch mit angucken mit mir. Es ist ja meistens vertikal gedreht, das heißt, man muss immer gucken. Und eben hier muss man aufpassen, wenn man 9 hat und die Nummer 10, nicht, dass man oben wieder anfängt, sie Deck an Deck zu bauen, weil, wie erwähnt, hier dementsprechend die Bilder neu dazukommen. Das heißt, 18,
19, 20, 21, 22, 23. Und wie ihr seht, ist auch hier die Farbgebung entscheidend. Es geht also los mit dem allerersten Film, der gedreht wurde. 27, hier hätten wir dann die 36, wäre hier. Und dann dreht sich das immer weiter und hier geht es zum Beispiel zum Planeten Hoth. Das ist dann schon der zweite gedrehte Film. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Das seht ihr auch gleich, wenn ich umblätter. Na, wie gesagt, geht es hier dann weiter mit dem zweiten Film. Da ist alles, ja, wie soll ich sagen, das Imperium schlägt zurück, nennt es sich ja auch. Und ich habe, wie gesagt, schon ganz gut Karten drin, habe auch schon ganz gut Doppelte. Also, wie gesagt, wer tauschen möchte, kann sich gerne bei mir melden, gar kein Problem. Die 83 kommt als nächstes. Disney hat es ja übernommen von Star Wars, also von Steven Spielberg und LucasArts. Mittlerweile gehört ja eben, wie gesagt, das Franchise zu Disney. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber ich glaube, ja, George Lucas kann das ziemlich vorstellen. Der hat so viel Kohle gemacht und dafür jetzt auch nochmal Millionen ohne Ende bekommen und auch Merchandising-Prozente. Da tut das nicht so weh. Hier sind wir schon beim dritten Film, also Episode 6. Man hat extra deshalb diese drei Teile genommen, weil die eben an Episode 7, die dann anfolgt, an so an das Erwachen der Macht, dementsprechend ja, als nächstes drankommen. Ne? Man hat jetzt hier die Rückkehr der Jedi-Ritter, 18, 19, 20. Und dann folgt ja daran sozusagen die Episode, die jetzt gerade in den Kinos läuft. So, das heißt, und dort 20 hatten wir hier. 23, 26, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 135 wäre hier. Und jetzt hier, da habe ich einfach ein paar weniger Karten von dieser Dings bisher gehabt, aber habe das Glück, dass ich jetzt ein paar neue dazu bekommen habe. Und wie ihr es auch schon durchschimmern seht, ja, neue und alte Charaktere braucht das Land. Da kommen schon wieder welche dazu. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jo, die 143 kommt hier hinein. Die Zerstörung des Todessterns. Sozusagen das Ende des letzten Films dann. Und danach folgen dann eben die das Erwachen der Machtkarten. 44, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Das wäre 153. 4, 5, 6, 7, 8, 159 kommt dann hier hinein. Hier hat man das eben, wie man sieht, mit den Fahrzeugen sehr geil gehalten, wie ich finde. Den TIE Fighter, dass man ihn hochkant gemacht hat, finde ich besser. Hätte man vielleicht auch hier machen sollen, dass man dort wirklich alles auf Hochkantmodus macht. Würde ich, wie gesagt, besser finden. Da fehlt mir noch ein bisschen mehr. Aber, wie gesagt, durch dieses Unboxing, da hat sich das wirklich gelohnt. Und es sind noch ein paar richtig geile Karten mit dazugekommen. Hier haben wir Chewbacca. Als nächstes hier ist Lando Calrissian, also ihr seht, da ist es auch schon sehr cool bestückt. Und auch einen weiteren Offizier des Imperiums, General Veers, ist auch mit dabei. Das lief wirklich gut. Also das war wirklich ein schönes Unboxing, was das betrifft. So habe ich auch diese Lücken mal ein bisschen füllen können, die natürlich immer schwerer zu füllen sind, ist ja auch ganz klar. Aber eine haben wir noch, nämlich unseren richtig coolen Kollega. Wir haben hier die 96, die 98 wäre dann hier. Das hat Tops übrigens auch geil gemacht. Zur Hälfte der Mappe ist es nicht so, dass man dann hinten einsortieren muss, wie es auch öfters der Fall ist. Das funktioniert hier alles ganz fluffig. Und ja, die letzte offizielle Karte ist, glaube ich, die 206, die ich hier habe. Ich weiß nicht, oder die 207. Müsste man mal schon 207, das ist hier die letzte Karte. Dann habe ich schon vier verschiedene limitierte Auflagen. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, leider sagt mir das keiner. Hier hinter sind ja meine Booster, die ich nicht unboxe, weil ich ja auch die Booster dazu sammle, ein kleines Regelheft. Und das alles hier sind dann meine Doppelte, inklusive limitierte Auflage von Chewbacca. Also wie gesagt, das war der Mittwoch. Morgen haben wir ja Superheldenzeit und zwar Hero Attacks Serie 1 von Marvel. Auch die Serie gefällt mir natürlich mega geil. Wir sehen uns dann morgen. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.